So, ich tue jetzt hemmungslos Estragon da rein. Und das Ganze wird, und das kann man sich vielleicht nicht so ohne weiteres vorstellen, ein Pesto. Ein Estragon-Pesto. Und nicht, man muss doch bei Pesto heißt es immer, man muss im Mörser und so. Man muss Kraft in den Oberarmen ja, haben. Ja, also ich habe keine große Kraft im Oberarm. Pesto, Estragon, einen Esslöffel Pinienkerne, einen Esslöffel Estragon-Senf. Wo haben Sie den denn hier? Oh, den gibt es fast überall. Also, da wir ja Nachbarn sind, fast. In Berlin ja. Verraten Sie es mir, ja. Weil ich habe es nicht gefunden. Ist wahr? Ja. Wir werden das nachher besprechen. Ja. Dann kann man an sich ganz reintun, aber ich halbiere die so. Ne, eine Knoblauchzehe, hups. Und dann natürlich ein bisschen Parmesan. So. Das Tolle ist, man muss das nicht mehr groß klein machen. Und jetzt 5 Esslöffel wunderbares extra virgines Olivenöl. Das muss natürlich schon ein gutes sein. Ne? Was kostet das dann in der Menge? 4, 5. Was kostet die Flasche oder das? Was ja. Da? Oh, die ist nicht billig. Was heißt das denn nicht billig? Ich meine, 25 Mark? 25 Mark? Endlich, 20 Mark. 20 Mark. Weil ich ja den Pesto immer aus dem Glas nehme. Also ich kaufe den ist ja aber auch teuer. Nein, das geht nicht mehr. Das ist so ein kleines Gläschen. Kostet 10 Mark, oder? Kostet bei mir 7 Mark 75 oder so. Das ist günstig. Das ist okay? Ja. Aber ob es Estragon-Pesto fertig gibt, da bin ich nicht so sicher. Das gibt es nicht. Das ist einfach die faule Art, Pesto-Spaghetti zu essen. Ja gut, das aus dem ich Glas. Auch. Ja, ich mache es auch nicht immer selbst. Aber vor allem nicht das Genovese. Ja, beste aber Genovese. Dieses hier... Ich habe mir extra eine Schürze besorgt. Soll ich mal? Ja, ich glaube, ich brauche das wirklich. Wunderbar. So, jetzt. Aber da wäre schon mein Abendkleid hinüber. Ja, also ja. Mit dem Abendkleid... dabei habe ich extra so einen hohen genommen. Im Übrigen gibt es auch... Es gibt ja auch so kleine Teufelsmaschinen, so kleine Mixer, da kann man das auch machen. So, aber eigentlich, danke. Ganz grobes Pesto. Na, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Es sind nur ein paar Pinien sind noch. Naja, ich könnte jetzt noch eine Weile hier rumalbern, aber ich glaube, so ist das schon ganz gut. Soll ich die allerfaulste Art erzählen, wie man Spaghetti mit Pesto isst? Also man macht das Spaghetti-Wasser, man schmeißt die Spaghetti rein und ja. Man nimmt das Pesto-Glas ja. Und tut es einfach mit rein. Ins Spaghetti-Wasser? Mit den Spaghetti. Das macht mein Bruder, wenn er wirklich überhaupt gar keine Lust hat. Und dann schön ist, wenn man vorher noch ein bisschen, hoppla, was ist, wenn man vorher noch wenigstens das Etikett abmacht, sonst schwimmt das nämlich nachher. Ja, das würde ich auch. Ich mach das mal sauber, weil Sie nachher auch sowas brauchen. Lecken Sie vielleicht das ab, oder? Nein, vielleicht sind Sie so lieb und tun das hier rein. Okay. Sie können ja ruhig probieren und mich gleich beschimpfen. Oder das ist auch erst später. Es sieht aber gut aus. Ich finde es sehr grob, aber es sieht sehr gut aus. Und es ist nicht im Glas. Das haben Sie absichtlich gemacht, weil Sie nicht wollen, dass ich Dinge aus dem Glas esse, fertig zubereitet. Ja. Nicht wahr? Ich hab das geahnt. So, darf ich das mit dem Finger probieren oder mit dem kleinen Löffelchen? Bitte? Kann ich das mit Finger probieren? Oder mit ja, natürlich. Na, ich nehme meinen Löffel. Das ist ja viel feiner. Ja, nein, ich nehme meinen Löffel. Ich weiß gar nicht. Ausgezeichnet. Darf ich mal zum Vergleich? Es ist jetzt nur noch den ein Senf bisschen essen? Scharf, mhm. Aber durch die Spaghetti. Mhm. Ich finde es ein bisschen lecker, kräftig. Das ist doch schön, oder? Das ist ganz toll. Was macht man denn damit sonst? Weil da Sie ihn nicht gekriegt haben, schenke ich Ihnen. Danke. Das ist ja doch wieder ein Glas. Ja, aber nicht gleich ins Wasser tun, die Spaghetti. So, ich bin fertig. Ich tue nachher die... Voll toll. Ich tue nachher die
Spaghetti gleich ins Wasser. Ja. Wollen Sie noch ein bisschen hier? Ja, ist es okay, es ist in Ordnung. Ich habe nur, ich habe immer gedacht, dass man, also ich beim Kochen trinke ich ja manchmal ein Gläschen Wein dazu und da muss man ein bisschen Käse essen. Ich lasse den hier stehen. Sonst furchtbar betrunken. Ich weiß, das Gläschen Wein. Ich jedenfalls. Dass man gelegentlich ein Gläschen Wein beim Kochen trinken war ein sehr freundlicher. Ein dezenter Hinweis, nicht? Ich habe das von Ihnen einfach erwartet. Den ich sehr zu schätzen weiß und auch, wie Sie gemerkt haben, sofort vorbereitet in die Tat umsetze. Was ist das denn? Ein Orneleier, das ist, Kenner kriegen einen Herzinfarkt. Ein 96er Orneleier, das ist der Bruder von dem Marchese Antinori, der zweite, die sind zwei Brüder, die haben sich irgendwann getrennt. Und der eine macht die ganzen Antinori-Weine, Solaia und so, und der macht diesen Orneleier. Mm. Und der gehört so zu den fünf Spitzenweinen von Italien. Oh, danke sehr. Für sie ist mir nichts zu schreiben. Mm. Oh, das ist sehr fein. Das ist sehr fein. Das ist schon vom Feinsten. Ja. Das ist lieb. Darf ich das dann auch nachher mitnehmen? Dann? Ja. Ich mache ja so eine Sammlung von Dingen. Zweite Flasche. Und dazu passt das wirklich. Das passt gut. Toll. Ganz stimmt, toll. Ja. Soll ich also jetzt ich stelle die dahin, aber das heißt nicht, dass wir die nicht ein paar Mal holen können. So. Sie sind jetzt fertig. Ja, ich konzentriere mich jetzt total das auf Ihr Kaninchen. Großartig. Danke. Das heißt, ich muss jetzt ganz alleine arbeiten. Ich bin auch, aber ich helfe. Aha. Wann immer Sie eine Handreichung machen. Also erst einmal brauche ich eine Schürze. Also diese Dinge sind, es ist so, ich trage die in zwei Hälften. Wenn ich das rausnehme, erst nur die eine Hälfte. Mhm. Wenn ich anfange zu braten, muss ich es ganz körper machen. Gut. Aber das ist einfach mit Rotwein. Ist das ja. So wahnsinnig empfindlich hier. Sie brauchen doch sicher gleich diesen Bräter hier. Wir brauchen Bräter, ja. Dann also machen Sie ihn schon mal heiß. Was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben, weil wir die letzten 24 Stunden nicht zusammen verbracht haben. Wir haben dem Kaninchen Zeit gegeben zu marinieren. Ja. Das Kaninchen Cacciatore. 24 Stunden. 24 Stunden in diesem Rotweinsud. Was ist da alles drin? Das ist in erster Linie Rotwein. Und dann ist da so Suppengemüse drin, also Karotten und Sellerie. Mhm. Und dann ganz, ganz wichtig, die Gewürze eben, die man zusammenbindet, damit man sie nachher als erstes wieder rauskriegt. Man kann das mit Thymian und Rosmarin. Man kann das mit Thymian machen. Ich mag diesen Rosmarin-Geschmack. Wo kommt das jetzt hin? Das wird weggeschmissen. Zum Entsorgen. Zum Entsorgen wohin? Oder hier rein? In die Schale. In die Schale. Ja, gut, okay. Und dann nimmt man eben diese Kaninchenschenkel. Also ich tue die, eigentlich bräuchte ich noch einen Teller dazu. Ja. Einen Teller. Alles da. Weil jetzt wird gleich eben diese Marinade getrennt. Alles da, vielleicht Gemüse, Löffel, um das ein bisschen genau, so ein bisschen abzuschaben. Schaben. Und man wird furchtbar rot dabei. An ja, ich sehe schon, alles Gemüse sieht aus wie rote Beete, ist ja, aber es nicht. Es ist keine rote Beete, aber es ist eben nach 24 Stunden ist es alles sehr, klar, sehr rot. Klar. Und das Fleisch wird einfach, erstens, finde ich, schmeckt es danach besser und es wird einfach sehr viel zarter noch. Ja, ja. Sehr, klingt sehr italienisch. Cacciatore. Sie sind ja in Italien aufgewachsen einige so Jahre ja. Ihres Lebens. Fünf Jahre waren das. Aber entscheidende, ne? So in ich glaube ja, also ich war drei, als ich nach Italien gekommen bin. Ja. So, und jetzt wird's, Moment, jetzt muss eine Sauerei werden. Jetzt gehe ich einfach ein bisschen weiter. Obschon ich ja ein rosa Hemd habe, das würde also passen, der so. Fleck. Damit man das einfach nachher auch noch mal einzeln beigeben kann. Ja. Das Gemüse wird nachher verwendet, aber wahrscheinlich die Flüssigkeit auch, oder? Die Flüssigkeit auch, aber man kann, damit man ein bisschen besser nachher dosieren kann. Also man kann ja dann immer die Flüssigkeit, also je nachdem, wie viel Rotweingeschmack man dabei haben möchte, ja, kann man das dann besser dosieren, wenn sie dann so steht. Und das muss man jetzt, und das ist die zweite Sauerei, heiß anbraten in diesem Bräter. Ich habe den. Dabei wird mir immer die ganze Küche, ich weiß nicht, wie das, Sie machen das wahrscheinlich perfekt. Bei mir ist danach der Boden immer ganz rutschig. Ja, das macht nichts. Das ist okay. Und ich muss es abtrocknen. Das kann bei mir auch passieren. Muss da jetzt irgendein Fett rein? Ja, ein Öl. Soll ich da mal so ein bisschen? Nicht Ihr teures Öl, ne? Nein. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Nicht aus Sparsamkeitsgründen. Aber man sagt, diese ganz feinen Öle sind nicht so gut geeignet zum Braten und zum Kochen, sondern mehr für Salate. Aber wahrscheinlich hat das jemand erfunden, der so einfach sparsam sein wollte. Ich glaube auch. Das ist jetzt das billige Öl also. Na, so billig ist das auch nicht. Das ist auch ein natives Olivenöl extra. Aber kostet das ist nur, aber sehr heiß gerade, kostet oder? Nur 19 Mark statt 20. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Würden Sie, ich habe gelernt, dass man das bestens abtrocknen muss, dann spritzt es weniger. Können Sie das bestätigen? Ja, definitiv. Ich habe das jetzt klein gemacht hier. Ja.
zu klein ist auch nicht gut. Das ist heiß. Nee, es muss schon heiß sein, aber es ist heiß, ja. Aber es dampft ja richtig. Es dampft, ich weiß nicht, ob das dann nicht frittiert. Zu heiß? Na, man muss es richtig scharf anbraten. Ja, ja, na, dann ist es richtig. Dann ist es richtig. Wollen Sie mir helfen dabei? Ja. Und da vielleicht eines von diesen Schenkeln da? Ja. Das geht. Es ist nicht zu heiß. Ne? Das ist. Die Geschichte mit dem Kaninchen in Italien hat eine. Also, wir hatten einen großen Garten da, wo wir. Sie haben gesagt, Sie waren drei, als Sie hinkamen nach Italien. Der, hat der Vater da. Der hat da gearbeitet. Also, die ganze Familie hat da gelebt. Die ganze Familie hat da gelebt. Jetzt brauche ich so eine Gabel oder etwas zum. Vielleicht sowas dort, so irgendwelche. Was ist das? Nein, 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 nein. Nee. Ich meinte so. Gabel. Danke. Sie haben da richtig gewohnt. Ja, wir haben da richtig gewohnt. Soll ich noch ein bisschen Öl? Ja, sehen Sie, dann spritze ich da noch mehr. Also das muss richtig scharf angebraten werden, damit es da dann zu ist. So. Ich tue mal hier meine Pasta rein, damit wir nachher auch... Damit die dann auch nach Kaninchen Spaghetti schmeckt. Essen mit unserer... Na, ich will noch, dass wir die Pesto richtig... Ich gehe jetzt weg, aber es spritzt wirklich sehr. Ja, ich bin schon sehr vorsichtig. Nein, es war so, dass ich bin hier hingekommen, als ich 3 Jahre alt war. Meine ganze Familie hat da gewohnt, mein Vater hat da gearbeitet und wir sind da 5 Jahre geblieben und haben ein zauberhaftes Leben gehabt. Unter anderem auch mit Kaninchen im Garten. Im Garten? Ja. Oh. Also das war nicht unsere, bewusst liegt das nicht. Die gehörten den Nachbarn und die Nachbarn hatten alle Hunde und deswegen haben sie die Kaninchen bei uns in den Garten reingetan, damit sie bei ihnen den Hunde freilaufen lassen konnten. Was nicht genützt hat, weil die Hunde irgendwann über den Zaun gesprungen sind und die Kaninchen doch erwischt haben. Aber das eine hatte ich in meiner Obhut, das hieß Peter. Es war weiß und hatte rote Augen und war irgendwann mal verschwunden. Und am Abend gab es Cornelio Cazzatore. Oh Gott. Ja, das war Peter. Mein Peter war mein Cornelio Cazzatore. Und haben Sie das geschnallt? Ich habe es lange erstmal nicht mehr gegessen. Ich habe erst seit ein paar Jahren wieder angefangen, Kaninchen zu essen. Das ist jetzt eigentlich der Moment. Jetzt kommt das ganz hoch. Haben Sie? Ich habe von Ihnen noch so eine alte Küchenschürze, da steht Alfred Biolek drauf. Ja? Ich hätte gerne mal eine neue, Herr Biolek. Das ist jetzt so lange her. Gut. So. Weil man will ja nicht, dass es verbrennt. Ja, das ist genau richtig. Wunderbar. Das sieht jetzt aber so dunkel aus, nicht weil es verbrannt ist, sondern weil es in dem Rotwein war. Ja. Das eine ist ein bisschen sehr dunkel geworden, aber das hier sieht genau richtig aus. Toll. Ja, die Italiener, das ist ja nicht nur eine tolle Küche, das ist einfach eine tolle Lebensart auch. Ne? Ja, das sieht sehr gut aus. Das geht auch sehr schnell hier in diesem Bräter. Toll. Und das ist ja, wir haben auch hier, glaube ich... Soll ich ein bisschen kleiner stellen? Ja, ein bisschen kleiner wäre gut. Ja, das ist sehr schön. Ist auch ein bisschen aufgeklappt. Sieht schon sehr gut aus. Also, das muss man dann hier, meins muss ich bitte höher stellen. Ich muss die Pasta nur so ein klein bisschen reindrücken. So. Das sollte man von allen Seiten anbraten. Also ich habe jetzt Keulen genommen. Ist ja von allen Seiten. Weil man kann ja natürlich auch ganze Kaninchenteile, aber man kann ein ganzes Kaninchen nehmen und zerschneiden. Ah, das ist mühsam. Ich finde es unheimlich mühsam. Ja. Also ich nehme immer gern Keulen oder Rücken. Weil die unterschiedlich lang brauchen. Wenn man beides zusammen nimmt, ist es problematisch. So, aber das ist doch wunderbar. Wie finden Sie das reicht? Ich finde, das reicht völlig. Gut? Ganz toll. Dann hole ich die wieder raus. Jetzt kommen die wieder raus? Ja, die müssen dann wieder raus, wenn man da jetzt in diesem Brot noch ein paar Zwiebeln macht und nachher dann auf die Soße. Vorsicht, heiß. Ja. Ich mach das einfach ein bisschen kleiner. Ja, voilà. Das ist sehr heiß. Sehr heiß. Vorsicht. Jetzt nicht. So. Die sehen sehr gut aus. Die sehr gut. Finde ich. Also ich finde... Ich meine, wenn Sie mich nicht loben, mache ich es jetzt selber. Na. So, das ist jetzt kleiner. Ja. Da kommen die Zwiebeln rein. Ja. Soll ich Ihnen so ein... Ja, jetzt brauche ich so einen Holzlöffel, das wäre nett. Danke. Ich wusste, dass man nicht dazu kommt, wenn man einmal den Wein aufgemacht hat, ihn dann tatsächlich auch zu trinken. Aber man will trinken schon ein Stückchen. Ja, nachher in der Soße werden wir es ohnehin dann haben. Ja. Kommt jetzt da noch mal Wein in die Soße oder nur die? Ach, ich brauche Fleischbrühe. Fleischbrühe. Das fällt mir meistens zu spät ein. Ja. Weil man die ja, oder klare Brühe, besser gesagt klare Brühe. Ich habe hier eine klare Brühe. Also bei einem Liter Wein ein Viertel Liter klare Brühe. Fällt mir meistens dann ein, wenn die Zwiebeln schon anfangen schwarz zu werden, dass man zum Ablöschen diese klare Brühe braucht.
die man da ja dann auch nochmal, man könnte sie auch selber machen, aber das dauert ja auch nochmal lange. Hierbei ist eigentlich das Schlimmste diese lange Marinierzeit, also man muss es planen. Ja, soll ich schon rein? Ja, ich glaube, das ist gut. Die ganze? Die ganze Brühe. So. Das ein bisschen jetzt... Kocht jetzt ein bisschen. Bisschen rein. Einkochen lassen, genau. Und dann würde man eigentlich diese Kaninchenbeinchen wieder reinlegen. Ja. Dazu dann eben nochmal den Sud und drumherum das Gemüse. Sollen wir das tun? Ja, gleich. Man muss ein bisschen einkochen, müsste es eigentlich schon. Und dann tut man es ja noch mal zwei. Also es geht eigentlich relativ schnell, wenn Sie man haben, eben, Sie aber haben man aber muss es vorher planen. Ja. Das dauert doch. Ja, weil Sie ja gesagt haben, Sie wollen heute noch essen. Ja, noch zwei Stunden. Ja, das wäre lang gewesen. Das ist eben das einzige Problem. Aber sonst geht das schon gut. Also ich finde, nämlich, es schreckt doch einen ab, aber es ist einfacher, als man denkt. Es sieht fantastisch aus. Dann? Und dass man das zwei Stunden im Rohr machen muss, das macht man nachmittags, bevor die Gäste kommen. Und dann ist es fertig, das ist doch fabelhaft. Ja, mit Kaninchenfleisch ist es natürlich so, dass man es, wenn man es zu lange drinnen lässt, also es sollte so sein, dass es nachher vom Knochen sich löst, von allein. Wie lange machen Sie es? Zwei Stunden? Zwei Stunden ist schon gut. Wenn man es sehr, sehr viel länger drinnen lässt, dann wird das so... Ja, aber da kann man sich doch die Uhr stellen. Ja, und man braucht einen guten Ofen, also einen, der dann so eine niedrige Stufe hat, wo es dann wirklich nicht heiß ist, sondern einfach nur warm hält. So, das ist dieses. Ja. Ich kann Ihnen jetzt schon nicht mehr die Hände geben. Bitte, wollen Sie noch ein bisschen... Also eigentlich, bevor ich die weiße Schüssel anfasse, danke. So, das tue ich schon mal entsorgen. So, und das ist der Sud. Und da gießt man jetzt so viel rein, dass das Kaninchen eben eigentlich gut mit bedeckt ist. Ja. Damit es schön zart wird. Ich sehe schon, ich gieße alles fast rein. Also ich mag immer gerne, wenn so ein bisschen was von dieser Kruste, die Kruste, die man ja vorher durch Anbraten erzeugt hat, dass die ein bisschen frei bleibt. So, und das ist jetzt auch, glaube ich, genug. Ich mache unheimlich viel mit den Fingern, was verkehrt ist, glaube ich. Nein, Sie machen das so elegant, immer mit Löffeln. Sehr menschlich, sehr sinnlich, sehr italienisch. Man merkt, Sie sind in Italien aufgewachsen. Da habe ich auch mit den Fingern gegessen. So. Schnell dazwischen einen Schluck. Danke. Sonst vergessen wir das Ganze. Später ja dann nicht, aber... Vielleicht ist Olivenöl ja gut für die Haut, ich weiß das nicht. Ja, sehr gut. Wenn es wieder kälter wird. Doch, das soll sehr gut sein. So, was passiert jetzt? So, jetzt mache ich das Ding wieder zu und tue es eigentlich in den Ofen. Und da bleibt es eben dann zwei Stunden. Ah, ja. Das ist doch fantastisch. Und dann muss man es nach diesen zwei Stunden dann rausnehmen und dann eben macht man die Soße. Da gibt es dann... Kommt das jetzt? Machen Sie das jetzt? Soll ich das jetzt machen? Ja. Ja, ich brauche hier noch ein paar Minütchen. Aber dazu brauche ich einen Deckel. Haben Sie den? Habe ich, da. Ist heiß, Vorsicht. Sie haben doch hier diese Dinger da, genau. Ralf, wo überall Ihr Name draufsteht. Ja, die haben uns Zuschauer geschickt. Nein, ist nicht wahr. Ich dachte, das gehört zu Ihrem Merchandising. Nein, noch nicht. Zu der Küche, zur Bio-Lack-Küche dann. Noch nicht. Das ist aber toll, das würde ich einführen. Das verkauft sich auch. Doch gut, oder? Ich glaube auch. Guter Rat. Oder Sie machen es als Service für Ihre Gäste. Je nachdem, wer kommt, kriegt einer mit seinem Namen. Das ist auch zu aufwendig. So, sollen wir mal hier? Ja, bitte. Soll ich das machen? Ja, ich hole das. Soll ich das machen? Ja, bitte. Das ist mir eigentlich lieber. Es riecht übrigens gut. Oh. Ja. Gut? Ja. Sensationell. Orgasmik. Ein bisschen Platz. So, und der muss jetzt rein. So. Stell mal eine Stunde und nachher noch. So ein Bräter bräuchte ich übrigens auch, Herr Bierle. Also jetzt ist Schluss. Na, wirklich. So. So, das ist dann tatsächlich so, wie es danach aussieht. Und jetzt muss man die ganze Arie mit Kaninchen wieder rausholen. Soll man das da rein tun? Ja, vielleicht ist das ganz gut. Ne? Es gibt ja auch so tolle... Hier. Womit machen Sie das? Wollen Sie da reinstechen? Aber, nein, nur ja? Gut. Einmal. Oh. Nicht, dass es anbrät. Ja. Ich überlasse das jetzt, weil Sie können das doch meisterhaft. Es riecht sehr würzig. Das ist auch das, was ich an dieser italienischen Küche mag, ist, dass die Gewürze dann... Und, was Sie vorhin gesagt haben, es fällt vom Fleisch. Das Fleisch fällt vom Knochen. Vom Knochen. So, jetzt kommt das... Dieses hier, das müssen Sie jetzt machen, weil dabei mache ich immer alles kaputt. Das muss man noch mal was wiegen. Was passiert jetzt damit? Ich mache das am besten so. Also das wird jetzt natürlich die Soße. Sieb.
Oder nein, wir machen es anders. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Letztlich geht es darum, dass man dann die Soße entweder mit das Gemüse wieder rein passiert, was mühsam ist. Oder, mit diesem. Ja, Sie haben doch Ihre Schürze. Ist das in Ordnung, wenn ich das einfach mit der mit diesem Stab mache? Ja, weil das geht natürlich auch. Es ist weniger elegant. Ich gebe das zu. Ich gehe in Deckung und Sie haben eine Schürze. Ja, danke. Wiedersehen. Ich hätte es ja für Sie gemacht, aber ich stell mal dann den Bein müssen Sie da die Schürze umbinden. Nein, also das muss man im Prinzip, also ja, ja, das wird furchtbar spritzen. Ja, macht. Haben Sie nicht noch was für die Arme hier, dass ich so... Nee, ne? Ein. Die sind allerdings wieder von Wissen uns. Wissen Sie was? Ich habe eine Idee. Guck mal, keine Teebeutel, das sind meine Küchensprüche. Haben Sie nicht so einen kleinen Topf? Nein, nein, wir machen das in einen kleinen Topf, weil sonst geht das gar nicht. Also das in einen kleinen Topf schütten, da lässt es sich einfach besser ein bisschen mixen. Irgendein Topf, da steht einer. Hier. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber das wäre vielleicht was. Der ist ideal. Lässt sich einfach ein bisschen besser handhaben. Das kann ich nämlich wirklich, also solche Sachen dabei. So. Darf ich Sie fragen, ob Sie wirklich nie eine Küchenschürze brauchen? Nein. Das Reinigungsgewerbe will auch leben. Ja, aber da ist ja viel Fett auch manchmal. Also hier nicht, aber was ist das? Meine Pasta. Ich bin noch nicht fertig. Während Sie dort ich mixe. agiere hier. Ich muss die nur mal probieren. Es kann ja sein, dass die dann... Ich mach das mal ein bisschen. Ich glaube, das wird nichts mit mir und diesem Gerührstab hier. Eine Minute muss ich noch. Aber al dente, ja? Naja. Bitte. Natürlich auch. Ja, das geht ganz gut jetzt. Geht doch ganz gut. Ja, das geht besser als in einem großen Brät, aber ich spritze natürlich auch. Also das sollte man dann doch irgendwie... Ich dusche ja danach dann meistens. Bevor die Gäste kommen. Und ich mag es auch sämig. Also es gibt ja die Puristen sagen, so eine Soße, die darf überhaupt nicht sämig sein. Und deswegen passieren sie das. Ich mag das gerne sämig. Die Gourmet-Chefs auch, aber ja, das muss nicht sein. Oh Gott. So. Haben Sie eine gute Putzfrau? Ja, ja, wunderbar. So, und da, wenn das dann nicht so flüssig ist, da kann man sich jetzt überlegen, was man das dann... Ist doch also toll. Finden Sie? Also ich genau die richtige Konsistenz. So mache ich das auch, wenn ich ein Rezept meiner Mutter für Lungenbraten, das ist Filet. So, ich glaube... Das könnte fast ein bisschen zarter sein. Man kann sich überlegen, und das muss man eben durch das Abschmecken jetzt sehen, also es gibt ja... Ein Freund von mir, der das auch mal macht, der sagt, man kann eine gute Soße machen, eine sehr gute Soße oder eine exzellente Soße. Und das hängt natürlich auch davon ab, welche Art von Rotwein man dazu nimmt. Ja, das ist richtig. Also ich weiß jetzt gar nicht. Wir haben aber einen guten, war ein guter. Das war kein Onelaya, aber es war ein anderer sehr guter. Das muss man dann mal so, probieren. So, jetzt gibt es hier erstmal. Muss aber erstmal abschmecken. Ja. Hm? Das ist fein. Aber ein bisschen Creme fraiche bringt Geschmack noch raus. Sind Sie gerade, kann ich Creme Fraiche reintun oder irgendwelche Pläne, die Sie haben mit wunderbar. Figur oder? Nein. Ich mag das nämlich auch ganz gerne. So, was haben wir denn getan mit unserer? Und was ich auch noch reintue, ist ein bisschen frischen Rosmarin nochmal. Ah ja, um da so ein bisschen Frische reinzubringen auch, um Gewürzfrische. Ich bin gespannt. Ach, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt gibt es hier gleich ein bisschen Pasta. Nein, noch nicht. Gleich. Super, ah, toll. Mal sehen. Da machen wir dann gleich große Teller. Das ist ein bisschen unkommunikativ immer dieses. Das ist okay. Das reicht. Wunderbar. Ihnen reicht das? Danke. Gut. Sehr schön. Sieht doch aus, also so wie von aus. Herrn Witzigmann, mein Gott. Ich weiß nicht, ob da noch was drin wäre bei Herrn Witzigmann. Ja. Was ich nicht so witzig finde. Soll ich das irgendwie entsorgen? Danke. So. Mal probieren. So, jetzt probieren wir mal hier meine. So, das muss man, wir müssen die Kaninchen natürlich warm stellen, oder? Nö, das wird probieren. Also kalt. Nur. Wir probieren ja nur. Wir essen wahrscheinlich ganz erst nachher. Probieren das mal. Machen Sie dann noch frischen Käse dann zu Ihrem Pesto nicht? Eigentlich oder? Nicht, da ist ziemlich viel Käse drin. Wollen Sie ein bisschen? Nein, also. Ja. Ich mache natürlich das, was Sie sagen.
weil es ja ihr Pesto ist. Was ich noch machen würde, so. Mit dem Pasta zusammen, mit den Spaghetti. Das ist wirklich richtig gut. Und so schnell, ne? Und es ging so schnell. Aber was macht man, wenn man keinen Estragon hat? Dann nimmt man irgendetwas. Also dieses Genovese ist doch mit Basilikum, oder? Das ist ja auch eine Alternative. Geht das genauso leicht? Also Basilikum dann rein und dann 3 Minuten? Geht auch. Ja. Geht auch. Geht auch. Ich habe immer das Problem in Italien, dass die immer so viele Gänge haben. Ja. So, jetzt geht's aber. Jetzt haben wir das probiert. Das ist schon. Ich schon wieder mehr nicht Zeit essen. Ist nicht. Mehr Zeit ist nicht. Der ist aber gut. Ist gut, ja. Und jetzt? Darf ich Sie das Dekorieren Ihnen überlassen? Ich kann das nicht. Also das Dekorieren? Anrichten und Dekorieren und gerne. Das Schöne ist, weil ich kann das. Das ist das, was ich am wenigsten kann. Dazu jetzt brauchen Sie so einen Soßenlöffel? Ja, da habe ich hier. Ich finde, es sieht gegenüber Ihrem Essen ein bisschen rustikal aus. Ja, Gott sei Dank. Ah ja. Ja. Was da übrigens gut dazu passt, sind Rosmarinkartöffelchen. Ja, das glaube ich. Die mache ich auch. Die im Ofen, die man einfach nur aufschneidet, roh. Ja. Und dann mit Salz und Rosmarin und dann in den einfach Ofen, bis sie so ein bisschen chipsig werden. Der sowieso noch warm ist vom... Hoppla, sehen Sie, ich nicht gut genug pürieren. Das macht überhaupt nichts. So. Ich tue das mal weg hier. So. Und jetzt darf ich Ihnen. Jetzt probieren wir. Ihr Schenkel. Danke. Meine Schenkel. Oder man sagt ja Keule, ne? Keule. Das jetzt gemeint. Also, es ist ein bisschen rustikal. Ich schäme mich fast dafür, wie es aussieht. Es sah so fein aus, aber. Meins sah völlig einfach aus. So, und wenn das jetzt gelungen ist, müsst ihr im Prinzip. Das hier das Fleisch gar nicht geschnitten werden, sondern eben. Ja, guck mal. Fällt runter, ne? Fällt vom Fleisch. Ja, fällt vom Fleisch. Wenn man es oft isst, fällt man nicht mehr vom Fleisch. Bin gespannt. Na, also, das musste ja gut werden. Schmeckt nach Italien. Oh, ist das toll. Manchmal schmeckt es tatsächlich auch noch besser. Entschuldigung, darf ich jetzt wieder befreien von der Schürze? Sie finden sie nicht schön? Na, steht halt Ihr Name nicht drauf. Nein. Also die zu Hause bei mir, die ziehe ich hier an und dann steht hier Alfred Biolek. Gut, so muss es sein. Das war eine Einladung, glaube ich, die Sie verschickt haben. Gibt sich die Ehre? Ja. Darunter stand mal mein Name, aber der ist natürlich verwaschen. Im Gegensatz zu dir ist der weg. Fein? Toll. Fein ist gar kein Ausdruck. Wirklich, dreifaches Toll. Das freut mich. Und ein Tum für den Ortelaier. Ja, danke für den Wein.